lassen uns dieses Land nicht von extremistischen Rattenfängern kaputt machen. Dieser Satz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sorgte für heftige Diskussionen. Der Kern der Kritik in den sozialen Netzwerken: Steinmeier habe mit seiner Aussage über Rattenfänger die AfD gemeint und damit die AfD-Wähler auch als Ratten bezeichnet. Tief im Osten eines Landes, wo die Ratten klug und mutig sind, ziehen sie in langen Reihen. Rechts ist mehr als nur ein Weg. Es ist Freiheit, es ist klar. Hier wird für die Zukunft gekämpft, für ein sicheres Land. Wir lassen uns dieses Land nicht von extremistischen Rattenfängern kaputt machen. Dieser Satz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sorgte für heftige Diskussionen. Der Kern der Kritik in den sozialen Netzwerken: Steinmeier habe mit seiner Aussage über Rattenfänger die AfD gemeint und damit die AfD-Wähler auch als Ratten bezeichnet. Ratten laufen rechts entlang, stark und frei, kämpfen für die Demokratie, für ein Land in Harmonie. Linke Ratten, Brett vorm Kopf, sehen nur, was ihnen passt. Doch rechts ist klar und voller Mut. Sie bauen Brücken, schützen Nester, wollen ein gerechtes Land. Keine linke Rattenplage, die das Gute ständig bannt. Rechts ist Heimat, rechts ist Stärke, für den Weg in Licht und Ruhm. Jede rechte Ratte weiß genau, wir sind schlau. Wir lassen uns dieses Land nicht von extremistischen Rattenfängern kaputt machen. Dieser Satz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sorgte für heftige Diskussionen. Der Kern der Kritik in den sozialen Netzwerken: Steinmeier habe mit seiner Aussage über Rattenfänger die AfD gemeint und damit die AfD-Wähler auch als Ratten bezeichnet. Ratten laufen rechts entlang, stark und frei, kämpfen für die Demokratie, für ein Land in Harmonie. Linke Ratten, Brett vorm Kopf, sehen nur, was ihnen passt. Doch rechts ist klar und voller Mut für Freiheit und ein sicheres Volk. Denn wer rechts geht, geht nach vorne, geht auf Sieg und geht auf Licht. Links bleibt stecken in den Träumen, sieht die Zukunft einfach nicht. Wir lassen uns dieses Land nicht von extremistischen Rattenfängern kaputt machen. Dieser Satz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sorgte für heftige Diskussionen. Der Kern der Kritik in den sozialen Netzwerken: Steinmeier habe mit seiner Aussage über Rattenfänger die AfD gemeint und damit die AfD wieder auch als Ratten bezeichnet. Ratten laufen rechts entlang, stark und frei, kämpfen für die Demokratie, für ein Land in Harmonie. Linke Ratten, Brett vom Kopf, sehen nur, was ihnen passt. Doch rechts ist klar und voller Mut für Freiheit und ein sicheres Volk. Denn wer rechts geht, geht nach vorne, geht auf Sieg und geht auf Licht. Links bleibt stecken in den Träumen, sieht die Zukunft einfach nicht.